Hallo liebe Schablonenfreunde! In diesem Video verschönern wir eine eintönige weiße Wand mit einem individuellen und hippen Wandbild. In drei einfachen Schritten zeige ich euch heute, wie ihr eure Wände mit Schablonen richtig schön verzieren könnt. Mit der großen Auswahl an Motiven im Schablono-Shop wird es ein ganz besonderer Blickfang. Ich habe mich hier für unsere Hipster-Hirsch-Schablone entschieden mit einer flipping Sonnenbrille. So geht's. Wandfarbe, Pinsel, Klebeband, Sprühkleber und Schablone. Motiv ganz nach eurer Wahl. Der erste Schritt ist, die Schablone zu fixieren, damit sie euch beim Arbeiten nicht verrutscht und ihr ein perfektes und randscharfes Ergebnis erhaltet. Ihr könnt sie mit Sprühkleber einsprühen und dann an der Wand fixieren. Die Ränder der Schablone fixiert ihr am besten zusätzlich mit Klebeband. Auf diese Weise kann auch das Übermalen verhindert werden und ihr sorgt für zusätzlichen Halt an der Wand. Grundsätzlich würde aber auch das Klebeband ausreichen. Der Sprühkleber ist vor allem bei großen Schablonen und bei Überkopfarbeiten von Vorteil. Im zweiten Schritt füllt ihr die gewünschte Farbe in einen abwaschbaren Behälter, zum Beispiel eine unserer Farbwannen aus dem Schablono-Shop. Ich habe mich hier für eine schwarze Wandfarbe entschieden, die ihr in jedem gut sortierten Baumarkt oder unserem Shop findet. Anschließend taucht ihr mit dem Stupfpinsel in die Farbe und nehmt etwas Farbe auf und beginnt diese gleichmäßig über die ganze Schablone zu tupfen, bis alle offenen Flächen mit Farbe bedeckt sind. Der dritte Schritt besteht einfach darin, das Kreppband vorsichtig zu entfernen und die Schablone vorsichtig von der Wand zu lösen. Anschließend sollte die Farbe mehrere Stunden durchtrocknen. Solltet ihr ebenso ungeduldig sein wie ich, könnt ihr auch gerne einen Föhn behelfen und die Flächen trocken föhnen. Wenn ihr sichergestellt habt, dass die Farbe komplett durchgetrocknet ist, könnt ihr die zweite Schablone auflegen und diese mit Kreppband fixieren. Dann tupft ihr auch hier die Farbe mit einem Stopfpinsel vorsichtig auf die Schablone, entfernt diese vorsichtig und schon könnt ihr euer fertiges Wandbild bewundern. Solche Wandbilder sind eine schöne und einfache Alternative zu Tapeten und Wandtattoos. Eurer eigenen Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Wenn ihr nun auch Lust bekommen habt, euren kahlen weißen Wänden ein neues Antlitz zu verpassen, schaut doch einfach mal rein auf schablono.de. Da findet ihr über 1000 Motive. Ihr habt selbst eine Idee im Kopf? Dann schreibt uns oder ruft uns an. Wir fertigen individuelle Motive auf Wunsch an und helfen euch gerne bei der Beratung. Bis dahin, tschüss und kreatives Schaffen!